Wie viele Streifen sind an der 10-6 jetzt? Das ist schon neu, oder? Ich glaube nicht so viele, das ist eine neue. Da können wir mal mit hier ein bisschen dranbleiben. Okay. Haben Sie noch eine Fahrzeugbeschreibung? Ich habe die gerade gar nicht auf dem Schirm. Weißer Panto. Wollte sagen, es müsste der weiße Panto sein. Okay, weißer Panto. Von der ersten 1060, glaube ich. Jetzt noch irgendjemand Sichtkontakt? Ja, nee. Letzte Sichtung nochmal der R1 in den Unterführungen bei Mickel Tower. Aber der ist nicht rausgekommen in unsere Richtung eigentlich. Wo, nee. Der muss ja doch immer noch drunter sein. Sophia hat sich Kontakt wieder aufgebaut, sind jetzt in Richtung Norden, in Richtung Suburban-Holter unterwegs. Weiterhin in Richtung Norden fahren. Jetzt bitte kein Richtung Cabrio, bitte kein Cabrio. Westen in die Unterführung unter dem alten MDI. Fahren weiterhin in Richtung Westen unter die Unterführung unter dem alten MDI. Wieder in Richtung Los Santos Transit. Hat sich Kontakt, fahren Richtung Süden, Richtung Stadtpark, passieren gleich östlich den Stadtpark, jetzt fährt aber Richtung Westen, ist jetzt nördlich den Stadtpark passiert. Das er. Fährt wieder Richtung südlich McGill Tower. Vorsicht, einen hat hinterher noch. Westen, ja. Ist frei, Sie können. 4-3-8 schließt sich an. Unterwegs, ist jetzt südlich, Korrektur Norden unterwegs. Bei dem ehemaligen Daily Globe, nördlich ehemaligen Daily Globe lang gefahren, fährt er auf Rockford Plaza zu, passiert den Rockford Plaza auf der westlichen Seite, weiter in Richtung Norden unterwegs, westlich vom Rockford Plaza, weiter in Richtung Norden unterwegs, immer noch westlich des Rockford Plazas, hat jetzt den Rockford Plaza soweit absolviert, weiter in Richtung Norden unterwegs, Richtung... Er ist jetzt bei dem Zug hier in Vinewood, fährt Richtung... Westen, Richtung Varieté. Weiter in Richtung Westen unterwegs, Richtung Wein und Varieté. Also passen Sie auf, Jerome B. ist ein guter Fahrer. Der hat's drauf. Westen, der fährt durch irgendwelche Hintergassen durch kurz. Das ist... Der hat's... Ja, Wein und Hotels natürlich. Ja, und dann mit so einem kleinen Auto. Mhm. Der flieht immer mit so kleinen, mit so relativ kleinwendigen Autos. Immer noch weiter auf der Hauptstraße der Hills. Nicht abgebogen, immer noch in nördlicher Richtung. Weiterhin unterwegs. Ja, Asea ist auch übel zu verfolgen. Ja. Immer noch nicht, immer in nördlicher Richtung, jetzt in etwas westlicher Richtung unterwegs. Funkt aber auch gut. Ja, hat jetzt hier gewendet, hier fährt jetzt die Vinewood Hills in südlicher Richtung. Nochmal wieder südlich abgebogen. Komm, wir versuchen mal was. Fährt jetzt südöstlich die Vinewood Hills entlang. Ja, fährt die Straße weiter in Richtung Süden. Schade, hätte sein können. Ja, gerade die andere Richtung, egal. Ist jetzt hier für die Streife jetzt bei der nächsten Möglichkeit rechts abgebogen und in Richtung Süden. Fährt jetzt quasi wieder leicht nördlich. Sie kommen dann entgegen der Streife. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War doch richtig. Ja. Fährt weiter jetzt Richtung Westen auf der Straße, hat die Streife passiert. Hat er nicht Richtung Süden gefunkt? Deswegen war ich gerade so verwirrt, dass der uns entgegenkam. Quasi Richtung Norden auf der Straße. Ja. Immer noch in den Vinewood Hills unterwegs. Ist abgebogen. Hätte ich das gleich gewusst, hätte ich Roadblock hier gemacht. Ich hab's aber auch nicht mitgerechnet, ehrlicherweise. Westlicher Richtung entlang. Weiter in Richtung Westen unterwegs in den Vinewood Hills. Immer noch Richtung Westen. Wir sind jetzt quasi in Vinewood Hills nördlich vom Golfplatz unterwegs. Jetzt ist er wieder in Richtung Osten unterwegs. Das ist nicht. Immer noch Richtung Osten unterwegs. Kommt gleich nördlich, nordöstlich des Golfplatzes Break. Raus. Break, Leitstelle, haben Sie noch eine 1010 für South LS? Der eine wird jetzt noch vom MD behandelt. Und wir sind ja alleine mit einer Streife. Wir kümmern uns drum. Ja, check. Wir haben jetzt auf der östlichen Seite das den Golfplatz hier passiert, weiter in Richtung Süden unterwegs. Fährt jetzt Richtung, hält jetzt an. Hält jetzt ein Stück westlich vom Monsona MD an, genau am Standort der R1. Eigentlich immer geradeaus im Endeffekt. Östlich des Weasel Plazas. Wir sind für über 14 VPD. Wo ist der jetzt?
Zum Wieselblaser müssen Sie. Schreiben der 1060, das Fahrzeug befindet sich genau am Standort der R1. Okay, ich schau mal. Die Detective-Links, haben Sie schon die 1010 bekommen? Negativ. Hier rechts, Rockford, ne? Rockford. Nochmal weiter, 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 weiter. Wo genau ist auch der Letzte? Nochmal weiter. Ja, schauen Sie im Live-Tracking auf Rancho. Jetzt hier müsste genau rechts, hier. Genau, ja. Ja, nicht ankommen, schreiben, das Fahrzeug steht hier genau rechts, ist gleich von Ihnen an einem Straßenrand. Ah, nein, zurück. Links, zurück, wenden. Umgehen. Weiter in Richtung, östlicher Richtung. Und rechts, rechts, auch rechts, rechts, am Straßenrand. Abbiegen, ja, also hier. Direkt da rechts am Straßenrand. Genau, der weiße Panther vor Ihnen. Von Nürnberg, kommt hier raus, Mann. Ich glaube 10:30. Okay. Information an den Funk. Die Verfolgung ist 10:30. Der schöne Autowagen. Oh, danke. Ich hab's mir fast gedacht, ehrlicherweise schon. Wer von Ihnen hatte mich jetzt eben angerufen, wegen Nummer einspeichern? Das war die 343 Ryan Redding. Alles klar. Ich muss das jetzt echt mal machen, dass ich mir alle Nummern einspeichere. Ja, die Einheiten bei der 1060er, die 1030, fahren Sie vielleicht mal noch kurz 200 Meter ein bisschen zurück, einen Block. Wir dann auch, ne? Ja, ja, einfach beide Einheiten ein Stück zurück. Ja. Einfach Fairness ist... Der 5 fährt als 1010 für die U06 an. Der war so weit eigentlich weg, das wäre unfair, wenn wir direkt dahinter starten würden. Fände ich nicht fair. Ja, kennst du das nicht, Autowagen? ...438 für die R1 kommen. Wird sie kommen? Ja, sobald die 1060 wieder weitergeht, einmal Bescheid geben, da wir temporär kurz auf dem Dach gelandet sind, kommen. Ja, check. R1-Ende. Steigen die jetzt aus? Achso. Ja, die 1060 dürfte gleich weitergehen. R1 bereithalten. Ja, R1-Check. Das ist jetzt auch das Motorrad wieder. Los. 1060 wieder aktiv. Wogen Sie weiter, die 1060? Südlicher Richtung, gleich westlich das Museum, weiter Richtung südlicher Richtung, Richtung Wieseln. Mit Auto ist gefahren. Abgebogen Richtung Westen, Richtung Vespucci Department. Ist wieder Richtung Süden abgebogen, Richtung Yangtang-Stelle. Fährt nun neben dem Parkhaus bei der... Kommen wir überhaupt durch? Ich glaube nicht, oder? Doch. Süden Richtung Genki abgebogen. Oh, ihr könnt nicht so schnell langfahren, ja. Fährt weiter in Richtung Süden, ist jetzt abgebogen. Jetzt Richtung weiß ich, was Sie meinen. Ja, genau das. Richtung Dynasty 8. Weiter in Richtung Osten unterwegs. Passieren gleich das rote Parkhaus. 10:30. Ja. Haben jetzt das rote Parkhaus südlich passiert. Ist jetzt abgebogen Richtung Osten. Es ist eine Unterführung, sich Kontakt R1 verloren. Kann weitergehen. Ja, Richtung Norden, hier am Meckeltower vorbei, aber weiterhin schwinden dann Sichtkontakt. Ins Parkhaus. 438 schließt sich wieder an. Fahrzeug dreht im Parkhaus, fährt wieder jetzt Richtung Norden, wieder in der Unterführung, biegt ab Richtung Osten, Richtung Los Santos Transit, ist immer noch in dieser Unterführung. Wir benötigen dringend eine 1010. Er fährt hier mit halb Ja, Sichtkontakt in der Runde wieder aufgenommen, Richtung Süden, Richtung hier Stadtpark, weiter in Richtung Süden. LST-Marker, der oft wieder hier lang fährt. Vielleicht hat er da noch irgendwas vor. Es ist ein guter Fluchtpunkt, tatsächlich rauszuspringen und wegzulaufen. Schlecht einsehbar für ein Overwatch wegen der Brücke. Sehr viel offenes Gelände. Fährt weiter Richtung Westen, biegt ab Richtung. Sichtkontakt wieder ins Parkhaus ab unter dem Tower. Fährt jetzt im Westen raus, wieder Richtung Rockford Plaza. Genau, ihr fährt hier beim Erkehlshol hier über die Brücke Richtung Rockford Plaza, fährt westlich, westlich vom Arcadia, vom Rockford Plaza entlang, ist abgebogen, fährt jetzt nördlich vom MD, von Monsona Richtung City Hall, nördlich Richtung Chef's Casino unterwegs, wir sind östlich, nördlich jetzt von der City Hall,
sind jetzt weiter nördlich Richtung City Hall, Richtung Westen unterwegs, ist abgebogen Richtung Norden. Fährt Richtung nördlich Richtung Eclipse Tower. Weiter in Richtung Norden unterwegs. Motorräder dort, haben Sie mal im Blick? Ja, habe ich im Blick. Ja. Jetzt genau südlich der Eclipse Tower, weiter in Richtung Norden. Frau Kenny, wie kann ich weiterhelfen? Hallo, Herr Davis. Dieser Panto von dem Herrn Abid ist jetzt schon wirklich die ganze Zeit provoziert er uns. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der Herr Abid drin sitzt. Aber der fährt hier wirklich schon zum dritten Mal. Der wartet auch auf uns. Also der dreht dann immer irgendwie und der fährt hier wirklich mit 90 km/h die ganze Zeit durch diese Stadt. Also quasi Höhe des Hotels nördlich. Ich weiß nicht, ob wir, ich wollte nachfragen, ich weiß nicht, ob es besser wäre, das abzubrechen. Nee, aktuell erstmal nicht. Aktuell erstmal dranbleiben. Okay. Alles klar. Oder ob wir ein bisschen vorsichtiger fahren sollen bei der Overwatch. Nee, machen wir. Wir machen weiter. Alles klar. Ja. Super, danke. Tschüss. Bitte, ciao. Ja, weiterhin immer noch in den Hills Richtung Osten unterwegs. Ja, immer noch hier in den Hills unterwegs Richtung Osten. Frage der U06, was ist der Grund der 1060? Wiederholtes Einmischen in polizeiliche Angelegenheiten und in der Laufzeit. Die 297 hakt ein. Er ist uns erstmals aufgefallen wegen überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Suburban Alta. Da wollten wir eine 1026 durchführen. Nachdem er angehalten hatte, ist er dann plötzlich schnell weitergefahren, also Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Noch dazu. Was ist das für ein Fahrzeug, Tom? Ein weißer Panto, zugelassen auf Herrn Abid. Torrad hinter uns, immer noch. Ja, Ron übernimmt mal wieder, sind weiterhin hier in den Hills unterwegs, sind jetzt nördlich vom S-Tower und in den Hills unterwegs. Richtung Westen, weiterhin Richtung Westen, verlassen jetzt gleich mehr oder weniger wieder die beiden Hotels. Richtung Westen sind jetzt in den Hills. Nördlich vom Hotel des Golfplatzes sind wir jetzt unterwegs Richtung Westen. Fährt jetzt Richtung Shamrock-Gelände, beziehungsweise Uni-Gelände zu. Ist jetzt nördlich von der Villa hier beim Golfplatz. Fährt südlich vom Shamrock-Gelände lang. Ja, der südlich das Gelände passiert. Biegt ab Richtung Süden. Fährt gleich östlich vom Morningwood-Friedhof entlang Richtung Süden. Weiter in Richtung Süden, passieren gleich westlich die Safe Zone, haben jetzt die Safe Zone passiert Richtung Süden. Jetzt die Morningwood-Tankstelle passiert, weiter in Richtung Süden. Immer noch in Richtung Süden unterwegs, hier Richtung ehemalige Staatsanwaltschaft und das Parkhaus. Sirene ist so nervig. Richtung Westen, Richtung Bahama Mamas, jetzt nochmal wieder abgebogen Richtung Norden, Richtung ehemalige Hochschule. Ist jetzt nochmal wieder Richtung Osten abgewogen, ist einmal im Kreis quasi gefahren. Besser? Wieder Richtung Süden, Richtung Bundesparkhaus, fährt jetzt in die Seitengasse hier rein bei dem Gebäude. In westlicher Richtung, weiterhin in Richtung Westen auf hier in den Seitengassen hier unterwegs und über Parkplätzen. Ist jetzt westlich. Der kommt vorne raus? Vom, ja. Der Auffahrt vom der Perop-Pier rausgekommen, fährt jetzt aber wieder Richtung Osten, Richtung Bahama Mamas, haben jetzt nördlich das Bahama Mamas Tournee, Korrektur, fährt jetzt hier südlich nach Richtung in der Gasse rein. Kommen gleich bei den Fußgängerpassagen, nee, aber fährt er gut raus. In den Gassen unterwegs. Fährt er gut? Vom der Perop-Auffahrt, biegt jetzt gut zu überholen. Westen in einer Gasse, ist jetzt in südlicher Richtung vom Ihr fährt jetzt Richtung Vespucci. Ja, fährt jetzt weiter in Richtung südlicher Richtung in Vespucci entlang, gleich Höhe La Catrina. Ist abgebogen Richtung Osten. Hallo, willkommen zum Stream, hi. Ist wieder abgebogen Richtung Süden. Haben jetzt gleich das Café El Salva, passieren wir gleich. Ist aber abgebogen Richtung Weasel News bzw. Genki. Passiert gleich die Auffahrt von den Vespucci-Kanälen. Ja, weiter in Richtung Osten unterwegs, Richtung Weasel News. Zwei Motorradfahrer. Ja, ja. Dilly, dauerhaft verfolgt von denen. Passiert. Weiter in Richtung Weasel News unterwegs, passieren gleich Weasel News. Oh! Unfall auf dem Parkplatz südlich Weasel News. Oh,
Schreiben, pass auf, hinter Ihnen ist ein Motorrad. Ja, die Motorräder sofort abwimmeln. Ja, da ist noch ein zweites Motorrad auch in der Nähe. Bleiben Sie stehen! Ja, Täter, Kasse, wo ist jetzt, gehen Sie hinterher! Auf den Scheiße! Dann bleiben Sie mit hier wieder. Laufen, was jetzt ja an dem Parkplatz hinten steht. Steigt denn Sir, auf? Sind Sie verletzt? Ist jetzt auf das Motorrad aufgestiegen, das Motorrad fährt Richtung Süden, Richtung Faircat Driving School. Sind Sie verletzt? Ah, doch, fucking low, man. Sind doch ein bisschen, ganz schön verunfallt hier gerade. Da fahrt ihr dem hinterher, wir handeln das ab hier. Also, Sie machen das hier? Klar. Ja, steigen Sie mit erhobenen Enden aus. Richtung nördlicher Richtung. Wir fahren jetzt nördlich von der Tankstelle La Puerta entlang. Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Fahren jetzt Richtung South. Weiter in Richtung Osten unterwegs. Passieren jetzt gleich die Tankstelle in der South. Richtung Osten, ist jetzt abgebogen Richtung Norden, fährt jetzt westlich der Aufwärtsbremse entlang Richtung Norden. Wir benötigen weitere 10-10, wir werden von dem zweiten Motorrad ebenfalls verfolgt. Ja, wer tragt es unterwegs? Richtung den Gassen unterwegs, westlich der Auffahrt Benny. Wieder Richtung südlich sind zwei Motorräder. Das Motorrad fährt jetzt wieder Richtung, Richtung Osten. Ist jetzt abgebogen Richtung Norden, ist jetzt östliche Auffahrt, fährt jetzt in die Seitengassen rein, hier beim hier South LS hier Fight Club, Richtung Unicorn, fährt jetzt Richtung Osten, Richtung Davis Department. Das sah zumindest bei mir vom Sönke nach einem heftigen Unfall aus, deswegen ich war irritiert, dass der da losgerannt ist. Osten unterwegs, passieren gleich nördlich, das ist jetzt abgebogen Richtung South. Weiterhin, wir haben sind jetzt südlich von Crazy Cuts Richtung Westen unterwegs. Ist jetzt wieder erneut abgebogen Richtung Norden, bei Chicks Chicken vorbei, Richtung Westen. Fährt jetzt gleich südwestlich vom Unicorn lang Richtung Norden. Fährt jetzt Richtung östlich PDM, Richtung Stadtpark, Richtung Norden, weiter in Richtung Stadtpark Norden. Ist jetzt abgebogen. Ja, 10:30. Dann packen Sie, fahren Sie rechts ran. Aber den hat es ja ordentlich, den Panther an den Hydranten gesammelt. Ey, Halleluja. W24 für 438 kommen. Dass der sich da überhaupt noch auf dem Motorrad festhalten kann. 424 für 438 kommen. Die Einheit, die die Festnahme von dem Fahrzeug näher Little Soul macht, für die 438 kommen. 424 hat kommen. Ja, Status bei Ihnen soweit alles in Ordnung? Festnahme erfolgreich kommen? Ja, soweit. Erfolgreich, die Person ist gerade verletzt, wir kümmern uns gerade noch um sie. Check, verstanden, 438 Ende. Ja, die R1 ist südlich auf dem Dach bei vom Stadtpark gelandet. Sobald die 1060 weitergeht, einmal rechtzeitig Bescheid geben. R1 Ende. Bis Higginbottom, wie geht's Ihnen? Ja, recht gut. Super. Hätte nicht gedacht, dass wenn ich wieder in den Dienst komme, ja, so viel los ist. Ich bin auch in den Dienst gekommen, habe schon die 1060 im Funk gehört und dann haben wir sie abgeholt und seitdem sind wir unterwegs, ne? Ja. Ganz normaler Samstagabend in Los Santos. Ja. Wobei die Sonntage manchmal noch schlimmer sein können. Das stimmt allerdings auch. Wieso fahren die eigentlich nicht mit Code an? Ich glaube, dass man das aber nicht unbedingt an einem Tag festmachen kann. Ich habe auch schon Mittwoch oder so erlebt, der war einfach nur verrückt. Es kann jeder Tag explodieren, aber Wochenende ist halt meistens, es ist mehr, es ist Nachtleben mit dabei, mehr Leute sind unterwegs auf den Straßen draußen, ja, gut, feiern. Klar. Deswegen ist halt prinzipiell die Chance immer höher, was das passiert. Mhm.
Ja, könnte wahrscheinlich wieder auf den 12 rauslaufen, je nachdem. Vielleicht knapp nicht. Ungefähr sowas. Ich bin froh, dass wir den Rain genommen haben. Es war eine gute Wahl tatsächlich. Ja. Und sie fahren auch echt gut mit dem. Also, ich hatte nicht Angst zu sterben dabei. Das ist gut für den Raiden. Für den Raiden ist das ein gutes Kompliment auf alle Fälle. Ja, kurz Moment gehabt, wie der uns da entgegenkam. In den Hills, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Können Sie sich mal bereit machen? Es geht gleich weiter. Ja, Herr Wohnert, wir Sichtkontakt, fahren jetzt westlich vom Stadtpark Richtung Norden, Richtung Pillbox MD. Fahren Sie jetzt in der Unterführung bei Pillbox MD. Immer diese Unterführung. Kein Kontakt mehr von der R1. Ja, fahren nach Norden auf den Tunnel zu. Wir fahren durch den Tunnel, kommen an der Ostseite raus. Wir müssen gleich wieder Sichtkontakt haben. Und den Tunnel jetzt verlassen. Ja, haben wieder Sichtkontakt, fahren südlich in Los Santos Transit Richtung Osten. Ist jetzt wieder in der Gasse südlich von Los Santos Transit, ja. Richtung Süden unterwegs, Richtung Binco. Mission Row ist jetzt Richtung Osten abgebogen, ist unter der Brücke nördlich vom Mission Row Department, fahren jetzt gleich östlich vom Mission Row Department lang, haben das passiert, passieren gleich die Tankstelle, die Korrektur, das Parkhaus bei Mission Row, durch das Parkhaus durch, Richtung westlicher Richtung, jetzt wieder Richtung nördlicher Richtung, Richtung Mission Row Department, fährt im Kreis bei dem Parkhaus vom Mission Row Department, wieder Richtung Osten, ist wieder reingefahren, Parkhaus Mission Row Department, wieder nördlich rausgefahren, fährt jetzt östlich vom Mission Row Department Richtung Norden, ist jetzt abgebogen Richtung Westen, nördlich vom Mission Row Department, fährt jetzt nördlich durch die Gasse vom Mission Row Department, ist immer noch in der Gasse nördlich vom Mission Row Department, kommt gleich, fährt jetzt bei der Brücke vom Mission Row Department, die Undercover-Streifen sind zu weit, fährt wieder südlich Richtung Parkhaus, Mission Row entlang. Weiß nicht, ist es gerade. Ist das mein Internet? Es ist wieder gewendet hier unter der Brücke Richtung Norden, nördlich vom Mission Row Richtung Westen unterwegs. Stream ist noch live. Fährt jetzt wieder südlicher Richtung Parkhaus. Aber. Fahrstil ist besser, gut. Westen. Ich glaube, Server hat sich wieder beruhigt. Abgebogen in das Gasse nördlich. Nee, jetzt nicht mehr. Mission Row Department. Herr Wonhacker kann sich Kontakt mehr. Hallöchen. Ja, Stadtpark Richtung Norden. Genau, es fährt jetzt nördlich vom Stadtpark Richtung Westen. Weiter in Richtung jetzt Westen geht's unterwegs. Wieder. Fährt Richtung. Jetzt ist wieder auf dem Parkplatz von dem Black and White Apartment. Kultur Black Beauty Apartment. Fährt auf dem Parkplatz dann im Kreis wieder Richtung Norden. Fährt jetzt nördlich wieder von dem Parkplatz raus von dem Black Beauty Apartment. Richtung Westen in der Unterführung, Sichtkontakt R1 verloren. Weiterhin in Richtung Westen unterwegs, müsste sich ja, wieder da sein. Sichtkontakt wieder da, hier fährt jetzt Richtung Süden, beim Museum entlang, beim Observer und Venture hier entlang, Richtung Süden, jetzt fährt jetzt auf dem Parkplatz bei Dynasty 8, ist Richtung Süden auf dem Parkplatz unterwegs bei Dynasty 8, biegt ab Richtung Osten, fährt vom Parkplatz runter Richtung Süden, Richtung weiter in Richtung Süden, Richtung Auffahrt bei Benny's, immer noch Richtung südlich in Richtung Benny's unterwegs. Hallöchen, den Lörg. Ist jetzt nördlich die Gassen von Benny's entlang, nicht die Gassen von Benny's selber, sondern nördlich davon. Weiter in Richtung Osten unterwegs in den Gassen, Richtung Unicorn. Ist jetzt südlich hier in den Gassen durchgefahren. Da. Fährt jetzt wieder Richtung Westen, Westen. Fährt wieder in die Gasse bei Benny's rein, beziehungsweise südlich in den Gassen von Benny's in Richtung Westen. Weiter in Richtung Westen, weiter durch die Gassen. Ist jetzt in der Gasse Richtung Norden abgebogen, weiter durch die Gasse westlich von Benny's. Fährt jetzt wieder nördlich der Gasse von Benny's raus, oder? Richtung Osten. Nee. Ja, schade. Immer noch Richtung Osten unterwegs, natürlich also die Gasse verlassen, weiter in Richtung Osten. Unterm Highway kann sich Kontakt. Ja, der muss immer noch unterm Highway sein. Ja, positiv, fährt Richtung PDM. Ja, check der Runde, der sich Kontakt hier hergestellt, fährt jetzt Richtung Osten, hier südlich von PDM. Zwei Balken, wir müssen dringend laden. Richtung Süden, fährt Richtung wie viel haben wir noch? Zwei Balken. Zwei Balken, okay. Gleich westlich das Unicorn, fährt wieder aber. Geben Sie Bescheid, wenn wir auf einem runter sind nochmal. Ja. Ist abgebogen Richtung Süden, ist jetzt nördlich der Carwash passiert, Richtung Westen, ist jetzt abgebogen Richtung Norden.
Fährt jetzt in die Unterführung Richtung PDM, Richtung Norden. Ist jetzt südlich vom PDM, fährt er lang Richtung Osten. Weiter in Richtung Osten unterwegs, ist jetzt abgewogen Richtung Norden, Richtung Legion Square Stadtpark. Ist jetzt auf dem Parkplatz südlich vom Legion Square abgefahren. Ah, Einbahnstraße, Vorsicht! Wieder Richtung Süden. Ist jetzt westlich von Tools und Engine Richtung Gott, Süden. Gott, Einbahnstraße, Vorsicht, Fahrer! Ist jetzt auch über die Strawberry Tankstelle Richtung Süden gefahren. Jetzt nördlich, Korrektur, ja doch nördlich hier vom Parkhaus. Das wird Code 3, ist das risikoreich. Lang ist jetzt abgewogen Richtung Norden, zum Richtung Parkhaus Mission Row. Ist in das Mission Row Parkhaus reingefahren, Richtung Norden. Ist aus dem nördlichen Teil rausgefahren, aber Richtung Süden. Fährt in meinem Kreis, fährt jetzt in westlicher Richtung vom Mission, vom Parkhaus entlang, auf den, durch die Gassen, ist jetzt südöstlich. Südwestlich in einer Gasse vom Mission Row Department. Fährt jetzt westlich in einer Gasse Richtung Norden vom Mission Row Department. Kommt jetzt in der Einbahnstraße beim Mission Row Department raus. Kommt der Streifen entgegen. Ist jetzt abgefahren Richtung Norden, Richtung Alice Transit, beziehungsweise Binko Mission Row. Hat jetzt westlich den Binko Mission Row passiert. Der versucht schon wieder in den Tunnel zu kommen. Ist gleich jetzt beim Alice Transit angekommen. Abgefahren ja. Richtung Westen. Fährt jetzt in die Unterführung. Haben wir Streifen übernehmen. Ja, weiterhin nach Westen durch, Richtung der Kaltias Tower, nach Süden abgebogen, unterm SRD Tower nun entlang. Sie müssen halt übernehmen, wenn wir unter Unterführung sind. Ja, aber jetzt machst du ja einen Streifen hinter uns. Wir müssen ihn jetzt wieder sehen, Overwatch. Ach, auf komm ich nicht durch so schnell. Apartment Parkplatz aufgefahren, jetzt ist Norden, Richtung Norden raus. Ich Kontakt verloren. Nee. Ist nach Norden abgebogen. Norden ist auch die letzte Sichtung, die ich habe. Da vorne, oder? Könnte es sein. Nee, oder? Nee, nee, passt nicht. Ja, muss ich runter verloren. Was macht unser Akku? Wir haben noch anderthalb. Okay. 5,36 fließt die Gen. Dann funken Sie kurz, dass wir zum Tanken rausgehen, weil das ist eine zweite Einheit dazugekommen gerade. Mhm. Dann fahren Sie schnell tanken. Ah, die 5,36 gerade ein Motorrad hinterhergefahren, aufsaß eine Person mit weißer Jogginghose, hat die ganze Zeit in uns hergehupt. War jetzt in der Nähe der Black Beauty Apartments. Funken. Wir müssen jetzt auch schon funken, wenn wir uns kurz raus sind zum tanken. Das ist wichtig, dass die anderen Einheiten wissen, dass wir kurz raus sind. 438 ist los zum tanken. Wäre noch ein bisschen der Funk bei ihr. Sie übernimmt nicht. Luftreife West 1030, südlich Stadtpark. Check. Ah, die Kollegen, die gerade vorbeigefahren sind mit Anmarkt. Ich hoffe, das war das Motorrad, was uns die ganze Zeit hinterhergefahren ist. Ja, wir bleiben an dem dran. Ja, sie haben es geschafft. Ja, das ist noch keine 1060. 3.18.20, Strawberry-Tankstelle. Okay, das funktioniert. Check. ...424 für die Leitstelle, komm. 424, hört, komm. Euer Status, wie geht's euch, komm? Das ND ist gerade noch mit dem Herrn Navid beschäftigt, danach handeln wir die Ordnungswidrigkeit und so weiter ab. Komm. Check, Trennung 414 und 418 für die Leitstelle, komm. 418, hört, komm. Wie geht's den beiden Streifen im MRPD als auch euch insgesamt, komm? Alles gut, wir sind mit den TVs und den Zellen im Aussagen auf EB, alles weiter willkommen. Check, Leitstelle Ende. 106 mit aktiven 1060, Nordseite PDM-Baustelle Richtung Osten mit dem Motorrad mit 2 Aufsassen. Passieren jetzt gleich die Südseite des Stadtparkes, benötigen 1010. Umsetzung ist ein Schlitten. Ich ignoriere alle auf Anhalteversuche. Fährt nun an der Südseite des Parkplatzes, des Stadtparks.
weiter wieder an der Westseite. Block. Nach Norden. Ja, wir benötigen die R1 hier, der versucht wieder... Ja, R1 muss einmal tanken. Ja, check, wir versuchen unser Bestes. Wir müssen auch gleich tanken, wir bräuchten hier eine weitere 10-10. Sind jetzt an Dynasty Richtung Westseite. Richtung Westen, gleich Südseite, rotes Parkhaus, weiter in Richtung Westen. 4-8 ist hinter Ihnen voll getankt. 10-3. Die 4-8 ist hinter Ihnen und hat einen vollen Tank. Wir können übernehmen, wenn Sie tanken müssen. Ja, check, sobald eine weitere 10-10 für Sie dann da ist. Okay, wir brechen ab. Funken Sie oder soll ich? Das Motorrad ist weiter Richtung Norden unterwegs, passt östlich das bunte Parkhaus. Weiterhin Richtung Norden. Abgebogen in westliche Richtung. Weiter in Richtung Norden. Viel Spaß im Hörbuchmodus. Passieren jetzt den Liquor Store in Monnewood. 10-3. Abgebogen in Richtung das, Westen. Das 10-3 galt nicht Ihnen. 4-2-4 für die Leitstelle, komm. Da war irgendwas nicht dazwischen. Ja, ich weiß. Was soll euer Status gerade, komm? Herr Beat ist gerade geflohen, da war gerade ein Motorrad, das uns gut schon gespottet hatte. Darauf ist er dann draufgesprungen und abgehauen. Check Leitstelle, Ende. Davis, wo ist die 10-16? Übernehmen Sie wieder, Frau Hengenbörder? Ja. Sind jetzt... Scheiße, wo sind wir gerade? Wir sind bei dem Casa Parkhaus jetzt in westliche Fahrtrichtung, Südseite Casa Parkhaus in westliche Fahrtrichtung. Kein Problem. Wir kommen jetzt wieder auf der Westseite raus, wieder abgebogen in südliche Fahrtrichtung. Wir biegen wieder nach Westen ab, südlich der Del Perro Plaza, gleich weiter Richtung Westen. Weiter Richtung Westen, Südseite Del Perro Plaza vorbei. Weiter Richtung Westen. Ja, hat Sichtkontakt und übernimmt. Weiter Richtung Westen unterwegs. Gut, 5 Sekunden durfte ich meine berühmte 1060 haben. Hier weiter Richtung Süden unterwegs, passieren gleich die, ja, nicht abgebogen, Richtung Osten. Ist jetzt hier beim Bahamas nördlichen Land gefahren, weiter in Richtung Westen unterwegs. Ist jetzt, fährt jetzt in die Einkaufsstraße beim bunten Parkhaus in südlicher Richtung. Jetzt passieren gleich die Höhe Südbund Parkhaus, die Einkaufspassagen. Ist Richtung Vespucci-Pidi unterwegs in südlicher Richtung. Immer in südlicher Richtung. Fährt jetzt hier südlich in Richtung der Vespucci-Kanäle. Hat jetzt die erste Brücke, passiert der Vespucci-Kanäle. Weiter in den Vespucci-Kanälen unterwegs Richtung Süden. Man nennt ihn auch Double Time Davis. Norden auf Höhe der Eingangsstelle. Fährt hier im Kreis. Wer wird da rein? Ist der ATC. Status Overwatch 438 hat keine Sicht. Ja, die Personen sind jetzt hier in den Vespucci-Kanälen unterwegs, leuchten gerade die Personen auch auf, die sind hier in Vorgärten quasi unterwegs gerade. Wurde nicht gefunkt, dass hier in der Yin Yang rein ist? Irgendwie ja. Schon, ja. Ich meine, ich habe den da vorne abbiegen gehen, aber... In den Gassen. Da 562, die Einheit, die gerade nach La Mesa gefahren ist. Sie werden gerade von einem weißen... Fahren Sie noch weiter. Und da, wo wir gerade hin ausleuchten, das sind die Personen vom Motorrad. Rechts von Ihnen stehen die zwei, hinter der Mauer stehen die. Wir leuchten weiterhin auf die Personen. Laufen. Haben wir das gepult? Ja. Ja, die Kollegen, passen Sie auf, es stehen weiterhin zwei Personen im Vorgarten. Oh, das sind unsere Kollegen, meine Fresse. Ja, das sind unsere. Hinter welchen? Kommen Sie klar, Chief Davis? Ja, ein bisschen laufen geht schon. Ja, okay. Gerade lang laufen. Airborne leuchtet weiterhin drauf auf. Eine ist verletzt, eine ist... Ich hab ein Auge nach hinten, Chief. Also ich konnte auch meinen Kollegen gestellt. Die Kollegen, die da gerade hier zur Fußbahn langlaufen, links von Ihnen, müssen Sie da mal rein. Da, wo die Anmarkstreife steht, da quasi auf der Höhe. Gehen Sie zur Seite, wir rufen das MD an. Gehen Sie jetzt hier zur Seite. Rechts von der Anmarkstreife. Hier, rechts von Ihnen, an die Wand. Eine Mauer südlich von Ihnen gerade. Eine Mauer rechts von Ihnen, sind Sie taub? Der eine hat links gesagt. Geh jetzt an die Wand oder schell rüber jetzt. Das ist so eine riesen Mauer. Da war kein Streifenwagen mit dem weißen Pfeifer. Mal hier rum, glaube ich, ne? Hier außen rum oder so. Wie kommt man da hin? Ich denke, ja. Mach ihn einmal Handschellen dran. 106 Meile, zwei Personen in Custody, davon eine schon verletzt gewesen. Wir holen das MD. Suchen wir noch weitere Personen, außer die beiden Airborne? Keine weiteren Personen waren auf dem Motorrad. Das Motorrad steht südlich bei den Kanälen. Ja, Korrektur nördlich von Ihrem Standort. So. Wen fragen Sie? Also der mit dem blauen...
Der mit dem blauen Haaren war bei der Dame, hatte sein Handy in der Hand, wir haben ihn daran gehindert. Brian holt jetzt das MD für die Frau. Und ihr Problem. Ja, ist so semi-passiv-aggressiv, der Typ. Okay, okay. Ich würde mir mal das Motorrad angucken. Jawohl.